Moin Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, was die ganze Anlage gekostet hat und was ich so bisher eingenommen habe und ob man das vielleicht aufs Jahr ungefähr hochrechnen kann. Also wie viel werde ich so ungefähr einsparen? Das ist natürlich nicht so ganz einfach, ne, weil das Jahr immer unterschiedlich ist von der Sonneneinstrahlung her. Ich habe mal versucht, das irgendwie mit einzuberechnen, werde euch das gleich mal zeigen. Und ich habe echt, also es war jetzt nicht ganz einfach hier die ganzen Preise nochmal rauszukriegen. Das ging ja jetzt wirklich über Monate schon. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon ein Jahr ist, wo das ganze Zeug läuft. Ich habe es trotzdem versucht, nochmal alles irgendwie beisammen zu kriegen. Also nagelt mich jetzt aber nicht fest auf alles. Ja? Also es ist halt wirklich auch ein bisschen Schätzung dabei. Ich werde versuchen, da ehrlich zu sein und euch zu sagen, was geschätzt ist, was ich noch genau weiß. Und ja. Ich denke aber, dass das eigentlich durchaus belastbare Zahlen sind. Also gehen wir mal durch. Ich habe das hier alles mal in eine Excel-Tabelle zusammengefasst. Fangen wir mal hier mit den Preisen an. Also, oder was habe ich bezahlt für den ganzen Spökes? Hier die PV ist natürlich so mit der größte Faktor. Ich habe 14 Solarmodule, die haben pro Stück 135 € gekostet. Da liegen wir dann bei 1.890 €, die ich bezahlt habe. Das Kabel habe ich dann quasi als also mit dem ganzen Kram zusammengekauft. Ich weiß nicht, ein 20 oder 30 Meter Kabel halt, zweimal mit MC4-Steckern. Da habe ich tatsächlich nur 30 € für bezahlt. Aber wie gesagt, das war dann eher so ein Bundle. Also ich habe dann Solarmodule, Halterung, alles auf einmal gekauft. Für die Halterung hat er mir, glaube ich, ungefähr 150 € abgenommen. Also das war so Pi mal Daumen bei knapp 2.000 € sind ein bisschen drüber. Für alles zusammen, dann kommt alles, was so den Wechselrichter irgendwie betrifft. Da ist es so, der Wechselrichter selber war natürlich auch nochmal ein hoher Posten. Da habe ich genau 590 € mit Versand bezahlt. Den habe ich bei MPP Solar direkt bestellt. Das war eigentlich relativ fair vom Preis. Also AliExpress oder so wäre ein bisschen teurer gewesen. Aber okay. Gut, jetzt steht hier Batteriehalterungen, die gehören aber eigentlich runter zur Powerwall. Gut, ich habe es jetzt hier oben drin, trotzdem gehen sie Summe ein. Also ich habe Batteriehalterungen, das sind ungefähr 90 Stück, die ich mittlerweile so verbraten habe. Die sind tatsächlich sehr günstig, da habe ich 35 € bezahlt. Die kriegt man bei AliExpress echt gut und die kosten nicht die Welt. Also das ist überhaupt kein Problem. Also ihr kennt diese schwarzen Halterungen, wo man die Zellen dann reinpackt, ne? Okay, dann die ganzen Sicherungen und der Überspannungsschutz, die waren tatsächlich auch nicht so schrecklich teuer. Also ich hatte auch noch einige Sicherungen und also zumindest diese Standard 16 Ampere Sicherungen, davon hat man ja durchaus schon noch welche da. Wenn nicht, die kosten wirklich ein paar Euro. Da war ich ungefähr bei 45 € für alles so zusammen. Einiges habe ich auch bei AliExpress bestellt. Da gibt es auch durchaus namhafte chinesische Firmen, die man da einfach ein bisschen günstiger kriegt, wenn man die direkt dort bestellt. Dann noch ein FI-Schalter Typ B, die sind nicht ganz günstig. Also hier in Deutschland war jetzt der günstigste, den ich so gesehen habe, für ca. 140 € von SIS. Das heißt Stark in Strom, glaube ich, ist tatsächlich eine deutsche Firma und die sind bei 140. Ich habe das auch in China direkt bestellt, bei einem vernünftigen Lieferanten, die dürften eigentlich genauso gut sein, wenn es nicht fast dasselbe ist. Also wer weiß, ob die das nicht nur einfach umlabeln. 80 €, also für so einen FI-Schalter ist das wirklich recht günstig. Dann Kabel für Wechselrichter, also da kommt alles möglich zusammen. Natürlich die normalen Stromkabel, dreiphasigen Stromkabel, dreiadrigen Stromkabel. Da braucht man ein paar Meter und boah, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich habe es jetzt mal irgendwie so zusammengefasst auf circa 50 €, obwohl ich jetzt auch ehrlich sein muss, da hatte ich auch schon einiges da. Kann sein, dass der Posten ein bisschen höher ist. Jetzt bei den Summen ist das aber auch alles nichts, was so unfassbar ins Gewicht fällt, ne? So, dann kommen wir zur Powerwall. Bei der Powerwall natürlich die Zellen, die ich verbaut habe. Das waren ja circa 2000, 5, Quatsch, 1300, 1400 Stück. Ich habe jetzt hier geschrieben minus Einnahmen, weil ich ja die Zellen, die irgendwie unter 2000 Milliampere-Stunden waren und aber noch in Ordnung sind, die habe ich auf eBay verkauft. Und so in Summe war das dann wirklich so, dass ich pro Zelle dann circa, glaube ich, weiß ich nicht, 17 bis 18 Cent bezahlt hat. Ich kann das jetzt wirklich nicht exakt quantifizieren, aber so ungefähr wird es passen. Also ich habe das eine relativ lange Zeit wirklich relativ, also genau mitgeschrieben und so, und das war nicht schlecht. Also da
Habe ich jetzt tatsächlich für alle Zellen, die ich hatte, nur 300 Euro bezahlt, wenn es nicht weniger waren sogar. Also ich war jetzt hier tatsächlich sogar eher großzügig. Die Kupferbars waren bei 30 Euro, das sind 36 Quadratmillimeter Kupferbar. Für die Busbars, die ich hatte, also wo ich dann wirklich den ganzen Strom eines einzelnen Packs dann, also Plus und Minus dann, dort läuft dann wirklich alles zusammen praktisch und dann später an die Pole des gesamten Packs. Die waren eigentlich nicht so teuer, 30 Euro fand ich jetzt okay dafür. Einfach so quadratische Stangen gekauft, Kupferstangen und die mir dann zurechtgesägt. Der Sicherungsdraht mit 0,2 mm, den hatte ich glaube ich bei RS Online bestellt, weiß ich aber nicht mehr ganz genau, für ungefähr 15 Euro. Da will ich mich jetzt aber auch nicht zu sehr festlegen. Genau, das waren 720 Meter, also auch wenn es 30 waren, ist das echt überhaupt, den brauchst du nie wiederholen. Also der reicht für sehr lange. Der Lötzinn, da weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel Lötzinn ich verbraten habe. Ich habe jetzt einfach mal 30 Euro beanschlagt für circa 2 Kilo, keine Ahnung. Das ist jetzt zugegebenermaßen geraten. Der Lötkolben ist von Ersa, so ein 150 Watt Lötkolben, da habe ich 63 Euro für bezahlt. Das Ding ist total super, kann ich nur empfehlen. Dann die Balancer, die aktiven Balancer, die habe ich auch aus China bestellt, für 14 Stück. Ich glaube, ich 17 Dollar pro Stück bezahlt. Der Preis hat auch stark geschwankt in der Zeit. Also ich hatte erstmal 7 gekauft für meine ursprüngliche Batterie und danach halt nochmal 7 dazu, weil ich dann ja auf 48 Volt irgendwann gegangen bin. Genau, ungefähr 17 Dollar oder 17 Euro pro Stück. Waren es eher so 19 Dollar, weiß ich nicht mehr. So also ungefähr 240 Euro für die aktiven Balancer. Dann mein selbst entwickeltes BMS. Ne? Dazu gibt es auch ein Video, falls euch das interessiert und ihr das nachbauen möchtet. Das hat 80 Euro gekostet mit allen Teilen. Das ist relativ günstig. Und dann noch dieser Hybridspeicher, den ich auch im Video gezeigt habe. Also diese Mischung aus dem Speicher, den gebrauchten Zellen und dem Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die ich mir da gemacht habe. Also Lithium-Eisenphosphat-Zellen sollen halt vom Gesamtsystem nochmal so ein bisschen die Last runternehmen, also einfach um kurzfristig mehr Leistung bringen zu können. Das war so ein bisschen der Grund. Wollte ich eigentlich auch nochmal zeigen in einem Video, habe ich noch nicht gemacht. Egal. Dafür 32 Zellen, 16 in Serie, dann zwei parallel. Ne? Dann komme ich auf 160 Euro, die ich da bezahlt habe, auch in China bestellt. Sind auch gut die Zellen, also kann man nicht meckern. Das BMS habe ich jetzt in dem Fall fertig gekauft, auch aus China bestellt. Das waren 25 Euro. Die Balancer, also ich habe auch dafür einen so einen kleinen aktiven Balancer gekauft, den ich tatsächlich auch noch nicht getestet habe. Der hat 25 Euro gekostet, da weiß ich noch nicht genau, was der taugt. Da möchte ich meine Hand noch nicht über ins Feuer legen. Müsste man mal durchtesten. So, also das sind jetzt alle Punkte, die mir noch irgendwie eingefallen sind, wo ich gesagt habe, okay, das ist es. Damit komme ich dann auf eine Gesamtsumme von 3.836 Euro, die ich da reingesteckt habe. Ohne Fehlschläge und so weiter jetzt berechnet, sondern nur, wenn man das jetzt einfach mal so straight, wie es jetzt bei mir da unten steht, so durchziehen würde, dann käme das raus. Also ich finde eigentlich, für eine 4,5 kW-Anlage mit 13 Kilowattstunden ist das ziemlich gut. Da war ich jetzt selber positiv überrascht. Wie gesagt, auch nur mit Vorbehalt. Ne? Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich denke, dass die Größenordnung schon richtig ist. So, dann kommen wir mal zum zweiten Teil. Und zwar interessiert uns natürlich auch die Ersparnis. Also wie viel, ne, wie viel erspare ich denn eigentlich überhaupt? Das ist relativ schwer jetzt für mich zu berechnen, da wegen zwei Punkten. Also einmal ist das Problem, ich habe die Anlage erst seit 4 Monaten wirklich am Laufen, also hier im Haus, vom 1.5. bis zum 1.9. Und in der Zeit habe ich ziemlich genau 1.300 Kilowattstunden jetzt eingenommen und gespart auch. Also die habe ich jetzt wirklich selber umsetzen können. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, Mai bis September, da ist natürlich auch irgendwie so, da geht das meiste ab von der Sonne her oder da geht sehr viel ab, ne? Dann habe ich mir dieses PV-GIS-Tool, das ist ein Tool von der EU, da kann man halt echt ganz cool seine Anlage eingeben und kriegt dann so eine ungefähre Schätzung übers Jahr, was die so einschätzen aus bisherigen historischen Daten, wie viel da so rumkommen sollte, ja, an Kilowattstunden.
So, dann habe ich halt einfach mal dieses PVGIS genommen, mir diese Kurve dargestellt und mir angeguckt, okay, wie viel Prozent des Jahres gehen denn in diesen 4 Monaten rein? Das sind circa 55%. Und wenn man das dann jetzt auf meine 1300 hochrechnet, dann komme ich auf circa 2300 Kilowattstunden im Jahr. Also ist schon krass, in diesen 4 Monaten ist wirklich über die Hälfte passiert. Ansonsten ist es so, ich habe ja irgendwann, also ich hatte am Anfang nur 10 Module und habe dann auf 14 aufgestockt. Das habe ich hier noch nicht eingerechnet, also die Schätzung ist jetzt wirklich nur mit den 10 Modulen. Wenn ich jetzt das Upgrade auf die 4,5 kW, also plus die 4 Module noch mit einberechne, dann komme ich auf ungefähr Einnahmen von 3300 Kilowattstunden. Das ist schon ziemlich viel. Okay, ja, sorry, gerade noch mal ein kleiner Cut zwischendurch. So, also mit dem Upgrade auf die 4,5 Kilowattstunden, also vorher hatte ich so circa 3 Kilowatt oben an PV-Leistung auf dem Carport, jetzt sind es halt 4,5. Wenn ich dieses Upgrade noch dazu rechne, dazu habe ich dann auch dieses PV-GIS genommen. Ich war da jetzt auch eher großzügig, also eher konservativ in meiner Schätzung, da komme ich ungefähr auf 3300 Kilowattstunden im Jahr, die ich einsparen müsste. Wie gesagt, ist ein bisschen geschätzt, aber ich denke, dass das ganz gut passen sollte, das dürfte hinhauen. Und ich habe echt mit hohen Verlusten eigentlich schon gerechnet, deswegen glaube ich, dass das ganz gut passt. Die 1300 oben, also diese 4 Monate, die passen auch wirklich sehr, sehr gut mit der Schätzung von dem PVGIS bei mir überein, sodass ich jetzt denken würde, dass der Rest auch gut passen sollte. Ich habe das irgendwie versucht so anzugleichen, dass man da darauf kommt. Okay, egal. Der mittlere Strompreis laut dem BMWi im Moment liegt bei 0,3043 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, ich spare im Jahr ca. 1.000 Euro, Pi mal Daumen. Ja, das kann gut sein. Also ich denke auch, dass das jetzt nicht ganz unrealistisch ist. Wie gesagt, ist im Moment noch eher eine Schätzung, basierend auf 4 Monaten, die ich jetzt hatte. Und glaube aber, dass das jetzt nicht so total unrealistisch ist. Mit den 30 Cent, ich weiß, da werden jetzt wieder Tausende kommen, ich bezahle aber weniger. Das ist laut BMWi der mittlere Preis in Deutschland. Keine Ahnung, es gibt halt natürlich Schwankungen, aber im Mittel ist es so viel. Deswegen habe ich jetzt einfach den genommen. Ich glaube, bei uns wäre jetzt der günstigste Anbieter halt für das, was ich da habe, irgendwie 27 Cent oder so. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal. Okay, also nach ungefähr 4 Jahren würde ich Gewinn machen, wenn ich jetzt mal sage, ne, ich nehme ungefähr 1.000 ein, habe 4.000 ungefähr Kosten, da habe ich jetzt wieder ein bisschen dazu gerechnet, dann bin ich bei ungefähr 4 Jahren, wo ich dann ab wann ich Gewinn machen würde. Das ist ziemlich gut. Ja, also typischerweise rechnen sich Anlagen zum Einspeisen oder so, die ja durchaus auch günstiger sein können, die rechnen sich nicht so schnell typischerweise. Zumindest laut dem, was ich bisher so im Internet gefunden habe, wie gesagt, da wäre ich vielleicht auch so ein bisschen auf eure Erfahrungen angewiesen. Wenn ihr da welche habt, dann erzählt mir das. Ich weiß nur, dass man im Moment sehr wenig Geld kriegt für den eingespeisten Strom, sodass ich das durchaus für realistisch halte. Ich weiß es aber letztlich nicht. Okay, gemessen, ich habe als Ganze, um das Ganze nochmal zu validieren, habe ich natürlich mir auch nochmal angeguckt, einfach mal an unserem Stromzähler, was geht denn da so ab? Und habe einfach mal gemessen, damals, als wir hier eingezogen sind, wie viel Verbrauch ohne PV haben wir so circa am Tag. Das habe ich jetzt einfach mal über eine gewisse Zeit mal verfolgt und mir so ungefähr angeguckt. Und da waren wir ungefähr bei 11,7 Kilowattstunden am Tag, also für ein komplettes Haus. Das heißt, wir sind so bei einer Jahresbilanz von 4.270,5. Ne, so genau würde ich es jetzt nicht sehen. Aber irgendwo bei 4.000, 4.300, irgendwie so um den Dreh. Ich meine, das schwankt ja auch immer und so, ne, hängt auch von den Geräten ab. Und wenn man in Urlaub, bla bla bla, das ist alles nicht so, ne, so genau ist es nicht, aber ich denke, das ist realistisch. Jetzt habe ich dann halt diese 4 Monate, wo die PV dran war, einfach mal im Mittel geguckt, wie viel haben wir da am Tag verbraucht. Und muss jetzt dazu sagen, da waren jetzt aber auch wirklich ein paar Wochen dabei, wo ich die Anlage ja umgebaut habe, wo was nicht funktioniert hat und so. Das war jetzt auch wirklich mit Einbau. Das heißt, dass das wahrscheinlich noch eher negativ geschätzt ist. Ich denke, dass der wahre Verbrauch noch niedriger liegt. Aber wir haben ja auch dieses Jahresding,
Sagen wir mal, im Moment liege ich ungefähr bei 2,9 am Tag, 2,9 Kilowattstunden am Tag. Wie gesagt, im Moment, wo die Sonne gut ist, ist es eigentlich wesentlich weniger. Aber hier steckt jetzt auch noch so eine gewisse Zeit drin, wo ich dann wieder über Netz ging und keine Ahnung, der ganze Umbau. Und am Anfang waren auch noch nicht alle Räume angeschlossen. Also das ist halt auch eher sehr, sehr konservativ geschätzt. Wie gesagt, den Winter und so weiß ich einfach noch nicht. Wenn ich jetzt die 2,9 einfach mal so annehme, sage, die sind jetzt im Moment, wie gesagt, eher konservativ geschätzt und auch mit dem Winter zusammen könnte das ungefähr hinhauen. Vielleicht ist das jetzt, weiß ich nicht, wie gesagt, das ist nur geraten ein bisschen, ne? Da käme ich aber ungefähr auf 1058,5 Kilowattstunden. Wenn ich das jetzt mal so einbeziehe, das wäre dann tatsächlich so ungefähr die Differenz, die ich oben halt auch hatte, ne? Also so 3000 und 200, so Pi mal Daumen jetzt hier. Oben hatte ich 3300. Das passt also so halbwegs. Wobei man jetzt sagen muss, dass ich hier unten die 2,9, also den Tagesverbrauch mit PV, natürlich zum Großteil mit den 10 Modulen hatte. Ja? Also das heißt, ich hatte am Anfang, wie gesagt, 10 Module, später 14. Und die 2,9 sind zum Großteil auf den 10 Modulen basierend. Ja, also so dass ich jetzt einfach mal sage, wenn ich diese ganzen unsicheren Faktoren, wie die Module, die dazugekommen sind, die Tage, wo ich dann rumgefummelt habe, also wo dann einfach eigentlich gar nichts reinkam, die nehme ich jetzt einfach mal so als Winter, also als Schätzung, und dann passt das ungefähr. Ich denke, dass das auch nicht ganz unrealistisch ist. Also auch hier kommen wir ungefähr hin, ja. Wie gesagt, auf die Kilowattstunde genau ist das mit Sicherheit nicht, so weit bin ich noch nicht, aber zumindest kriegt man schon mal eine Richtung, ja, oder eine Größenordnung, wo liegen wir ungefähr. Und ja, das ist es. Also ich denke also, dass sich das wahrscheinlich nach 4, vielleicht 5 Jahren eigentlich amortisiert hat und dass ich ab dann Gewinn mache. So meine Hoffnung. Okay, ja, das war's. Also das sind alle Daten, die ich bisher hatte. Wie gesagt, klar, da sind einige Schätzungen dabei und so, aber ich denke, ich war da jetzt sehr ehrlich. Kann man drüber streiten, könnt ihr auch nochmal eure Meinung sagen oder eure Erfahrungen, die würden mich eigentlich wesentlich mehr interessieren. Und ja, ansonsten würde ich sagen, weil das Thema ja auch wieder relativ spannend ist und ich eigentlich auch recht neugierig wäre, was ihr da für Erfahrungen habt oder für Fragen dazu habt und so, würde ich jetzt nächste Woche Freitag wieder einen Livestream anbieten. Ich hatte mir jetzt halt immer überlegt, das zu machen, wenn wir halt irgendwie so Themen haben, wo ich so ein bisschen Diskussionsbedarf sehe, dass ich dann halt den Livestream einfach eine Woche später dazu schalte. Das heißt, nächste Woche Freitag, 20.30 Uhr, Livestream, schaltet ein. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Letztes Mal war es eigentlich ziemlich cool. Und dann können wir nochmal alles ein bisschen genauer besprechen. Ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like, abonniert mich und dann sehen wir uns nächste Woche im Livestream. Danach die Woche wird es auf jeden Fall auch wieder ein Video geben. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Entweder wird es darum gehen, ich mache im Moment relativ viele Sachen an der Sicherheit irgendwie, da würde ich vielleicht nochmal ein bisschen was drüber erzählen. Oder möglicherweise, ich hatte auch noch ein Theorievideo, was eigentlich ziemlich cool wäre. Da geht es darum, wie man Solarmodule wirklich simulieren kann. Also ich meine, richtig simulieren, ja, nicht so popelig oder so, sondern mit Verschattung, mit Leistungsoptimierern, allen Scheiß. Also dass ich die echt richtig verstehe im Detail. Das wollte ich euch eigentlich auch noch nicht vorenthalten, weil das bringt echt viel Klarheit rein. Okay, muss ich mir noch überlegen. In 2 Wochen gibt es auf jeden Fall noch ein Video. Dann bis dann.